Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Mittwochmorgen. Einen wunderschönen. Ja, heute ist ja bereits oder wird, ich weiß nicht ganz genau, wann dieses Video online kommen wird. Nachher oder vorher ist ja eine Gemeinderadefolge oder wird eine Gemeinderadefolge online kommen mit, ich kann euch mal einen ganz kleinen Teaser geben, einem dritten, einem dritten Mitglied. Weiteres erfahrt ihr, weil er stand in der Folge. Ja, ihr fragt euch jetzt sicher, wieso hat er jetzt den Steier? Der war vorher noch vor den Hängern. Ja, das habt ihr im heutigen Thumbnail ja schon gesehen. Im gestrigen Thumbnail, so jetzt richtig. Das muss man ein bisschen umdenken. Dass der Johnny vor den Anhängern hängt. Auf dem ganz einfachen Grund, weil ich mir hier den Steier geschnappt habe fürs Pressen und fürs Wenden. Ist ja schon immer die Tradition gewesen, dass der Steier dafür in den Einsatz kommt und das behalten wir natürlich so weiter. Der da drüben mäht fleißig vor sich hin, das passt. Und wir werden hier jetzt gleich mal anfangen zu schwaden. Die Bahn in der Mitte wird wahrscheinlich wieder stehen bleiben. Und ja, sie sieht eigentlich aus wie eine Schwarte, deswegen passt. Also da hat er manchmal so seine Probleme da an der leichten Steigung, ich weiß nicht wieso. Aber die 275 PS müsste eigentlich locker für den Schwader hier ausreichen, auch wenn es ein bisschen bergauf geht. Aber gut, ist natürlich bei jedem Traktor hier im LS anders, oder? Ja, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen da drüben, den habe ich ja gestern. Warte mal, habe ich das? Ne, das habe ich nicht mehr in der Folge gemacht, ne? Ne, das wisst ihr ja noch gar nicht, den habe ich dann auch angesetzt. Der hat ja schon die ersten paar Bahnen, Bändchen, wie auch immer, gemäht. Währenddessen ich das Sammeln und so weiter gemacht habe, wir kommen da nicht rum. Das heißt, wir fahren ganz kurz ins Gemähte rein. Moin, moin, Kollege. Ich will ja nur kurz drehen, alles gut. So. Oh, okay, ich dachte, wir bleiben wieder hängen. Ne. Hat diesmal gepasst. Ach ja, 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 ja. Unangenehm. Steier. Kurz alle dann gemacht, dann geht's, oder? So. Ich will tatsächlich dann auch noch vom. Ne, warte mal, ich wollte gerade sagen, vom Ertrag der Früchte. Aber wir haben tatsächlich ja gar nichts zum Verkaufen momentan. Das heißt. Ich werde wahrscheinlich noch einen Tag warten mit dem Felderkauf, beziehungsweise halt eben auch Wiesenkauf, bis wir vielleicht nochmal so um die, ja, wenn man schätzen, 100.000 von der BGA kriegen für das Gras hier. Oder für die Silage, nicht fürs Gras, aber für die bald kommende Silage. Und ja, dann haben wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Geld auf der Kante. Und das heißt, wir können uns da auch nicht so nur kleine Furzfelder oder Wiesen kaufen, nur was das Plus, die haben auch eine Größe, aber wir sind ja schon mal auf der Suche nach ein bisschen was größeren als wie Feld 80 oder sowas, weil da muss ich ehrlich sagen, die C-Felder, ich weiß halt nicht, die lohnen sich halt nicht so richtig, außer man würde jetzt eben die 80 und die 81 zusammenlegen, dann wäre es ein relativ großes Feld, aber ansonsten eher nicht. Oh, okay, das kurz. Ich muss gerade gucken, dass ich mich rechtzeitig raus habe und mich mute. Weil ich war gerade. Ja, bin ich gerade am. Ich weiß nicht so. Muss ich niesen oder muss ich nicht? Oh, geht wieder. Okay. So. Ja, genau. Das heißt, wir. Der Tucano ist voll. Ja, den habe ich tatsächlich. Gestern, oh, ich habe mich gerade frisch geduscht, noch ein bisschen Wasser in den Ohren. Ich habe mich tatsächlich gestern, ich habe tatsächlich gestern dem nach der Folge nochmal ausgelebt, weil er voll war. Ich weiß nicht, hatten wir das auf der Folge noch? Ne, habe ich nicht gesehen, weil das war im Thumbnail. Stimmt, okay, gut. Das passt halt, Leute, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, tut mir leid. So. Ja, da werden wir ganz gleich hingucken. Ich werde jetzt hier nochmal die paar Bahnen hier schnell fertig schwaden. Hoch der Teil passt, hoppala, Rückwärtsgang drinne gehauen hier und dann drehen wir das ganze gespannt hier mal so, zack, passt, Vorwärtsgang wieder reingeknüppelt. Oh, bisschen was von einer anderen Bahn mitgenommen, eieieiei.
Das macht sie nicht gut, aber geht noch. Ist noch nicht allzu schlimm. Ja, das wird wieder ein kleiner Teil stehen. Oder bleibt wieder ein kleiner Teil stehen. So. Aber das passt hat, das können wir auch mit der Presse aufsammeln. Also so pingelig sind wir jetzt da auch nicht. So. Dann springen wir mal ganz kurz rüber zum Tucano. Ja. Der mitfleißig ist, es passt. Da haben wir den Premium. Oh, wir sind auch nebenbei schon mal fast voll. Also der vordere Anhänger ist auf jeden Fall voll. Und der hintere, ja, so zu einem Drittel, zur Hälfte, so was. Kollege, mach schon dein Rohr raus und bleib bitte stehen. Also Leute, ich krieg gerade Vollgas, ne? Wir können nicht schneller als 15 km/h grad fahren. Und bis, ja, stopp. Stopp! Alter. Jo, Alter, die Hänger schieben aber ganz schön. Ohne dass ich Rea drin habe, muss ich sagen, bin ich tatsächlich gar nicht mehr gewohnt. So, ich bleibe jetzt hier tatsächlich kurz stehen, weil ich dann gleich wieder wegfahren muss. Ansonsten hat der Drescherfahrer hier Probleme. Und ich werde wahrscheinlich auch die Hänger gleich ausleeren. Kurz warten. Oh, wir werden voll. Der Tucano ist leer geworden, oder? Ich habe da gerade irgendwie keine Anzeige. Wieso habe ich keine Anzeige? Ach, der ist noch dabei, warte. Aber Alter, das ist genau ausgegangen. 99%, alter Schwede. Aber ich muss sagen, das ist gekonnt. Oder ist das wirklich gekonnt, Alter? Ja, moin. Ich hätte gedacht, dass es sich nicht ganz ausgeht, aber der ist tatsächlich nochmal leer geworden. Das ist natürlich angenehm. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss bremsen. Oh. Alter. Was das denn? Leute, ich habe keine Reha drin, ne? Ah, wirklich keine Reha. Ja, moin, Digga. So, da sind wir wieder nach einem kurzen Cut, weil so ein Thumbnail, so ein legendäres Thumbnail kann man sich natürlich nicht entgehen lassen. So, Johnny, du schaffst es. Zieh hoch da teil. Brauchen wir Allrad? Nee, der packt das. Der packt das schon. So, jetzt fahren wir hier rüber. Alter, wenn wir. Das hat mich jetzt gerade nicht. Also, lol. Das wundert mich gerade wirklich, dass der den einfach verschoben hat. Ja, moin. So, jetzt langsam. 20 km/h höchstens. Aber war mir tatsächlich. Wieso blinke ich? War mir tatsächlich so schnell? Ich hatte es tatsächlich gar nicht. Ja, okay. Im LS empfindet man es nicht so schnell, wenn man mal 30 oder 40 fährt. Ja, okay, so 30, 35 bin ich schon locker gefahren, glaube ich. Muss ich mir dann gleich nochmal angucken, wie schnell ich denn genau war. So, die haben wir jetzt gleich ins Silo da drüben rein. Alter. Ich muss ja richtig vorsichtig fahren. So, hoch hier. So, ich bin auf einem sicheren Platz. Jetzt muss ich nur noch richtig bremsen. Alter. Junge. Alter, es ist nicht so leicht, was wir da hinten dran haben. Stopp. Das geht sich nicht gut aus. Also ich muss kurz warten und ein Stückchen zurückfahren. Ah, jetzt warte ich kurz nochmal. Ich möchte gerne auf die Gleise genauso wissen. Ja, das Rohr da hinten war ein bisschen im Weg. So, passt, okay. Ja, das kennen wir schon mal. Hier kommen wir nämlich nicht mehr gut rauf. Das heißt, wir fahren kurz auf die Straße und dann wenden wir dann. Oder fahren vorne mal wieder hin. Ist ja kein Problem. Haben wir unseren Hochfall ein bisschen zu doll geflasht hat. Aber ich gehe noch. Ist eigentlich echt auch so, dass nicht jeder Hof so viel Platz hat, dass man mit zwei 8 Tonnen. Das sind glaube ich gar keine 8 Tonnen, die sind noch größer.
Aber mit auf jeden Fall zwei Anhängern. Hintereinander dran plus großen Traktor, so leicht da so richtig easy schön wenden kann. Da haben wir schon Glück, da wir hier so den Geräum mit großen Hof haben. Oh, der Xerion ist fertig. Ich hab's gerade erst gesehen. Ich glaube, er ist schon vor einer halben Stunde aufgeploppt, aber ich hab's gerade erst registriert. Da hat eine blaue Nachricht ist. So. Aber den Strom müssen wir dann auch noch runterholen im nächsten. Aber wir haben gerade so viele offene Baustellen, wo wir auch mal abschließen müssen. Also ich würde sagen, das Dreschen lasse ich nebenbei laufen. Und ich widme mir jetzt gleich mal kurz dem Xerion. Räume den auf und dann geht's weiter mit den Wiesen. Ja, mit der Wiesenbearbeitung. So. Dich fahre schon mal schnell runter, damit ich da das schon mal gleich habe. Leute, es ist doch ein schlechter Scherz. Ich fahre jetzt den Steuer kurz runter. Tucano muss kurz warten. Der ist ja noch gar nicht ganz voll, der hat erst 72%. Ja, okay, ich weiß gar nicht, machen wir ihn echt den Drescher komplett voll bis zum Rand? Ich glaube es nicht, ne? Ich glaube, so, dass jetzt die Nachricht, auch, die Warnung aufploppt, dass er bald voll ist, ist glaube ich schon realistisch. Okay, ich schimpfe nicht. Ich jump jetzt mal kurz rüber, da sind wir. Du brauchst, ach, der ist fertig. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das, ja, vorteilhaft. Mich hat es gerade nämlich schon gewundert, warum das da einfach sagt, bei 72% ich bin voll. Aber wenn der Kollege natürlich fertig ist, ist natürlich auch gut. Auch nee, jetzt müssen wir wegen den paar Prozent, oder was heißt paar Prozent, aber wegen ein bisschen noch mal schön runterfahren. Aber gut, was tut man nicht alles dafür? Ach nee, warte mal. Das geht ja alles easy in den Anhänger rein. Weil wir haben halt da auf Feld 80 Sojabohnen. Und da kriegen wir nicht mal, nee, das sind vielleicht höchstens 4000 Liter, was da runtergehen. Das heißt, das können wir hinten in den Anhänger reinpacken. Ja, das machen wir so. Ist mir gerade nochmal eingefallen. Ich muss jetzt schauen, dass ich den Dash jetzt da runterkriege. Und ich brauche eigentlich gar keine so eine Eile haben. Halb 8 morgens. Und wir haben eigentlich, sind schon ganz gut fast durch mit unseren Feldern. Das heißt, wir müssen dann nur noch das Stroh runterruppen. Und, oh, oh. Ach, okay, das hat ja dieses Attach-Ding gut. Und dann eben halt nur die bestellen wieder. Und die Wiesen halt weitermachen, aber das geht ja noch. Ich weiß nicht, wieso, ich habe mir irgendwie das Ziel gesetzt, dass ich alles ein bisschen flotter oder zügiger schaffe. Aber ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so angenehm. Nicht angenehm für euch und nicht angenehm für mich, wenn ich so eine Eile habe. Ich muss wieder mehr Smooth reinbringen. Aber vielleicht liegt es auch einfach gerade dran, weil ich einfach gerade ein bisschen, ausgepowert bin vom ganzen Tag draußen rumbauen und was weiß ich. Ich könnte es eigentlich als einfach die Spannung nutzen. Das ist zwar eine Aufnahme, aber ich kann eigentlich entspannen, weil ich kann auch mit dem Stuhl sitzen und einfach nur das Lenkrad hin und her bewegen, ein bisschen Fußpedale und das ist schon, glaube ich, angenehmer. Also wie die ganze Zeit rumlaufen und Sachen hin und her tragen, die 12.000 Tonnen wiegen, Alter. So, das heißt, wir fahren jetzt hier. Alter, ist das immer eine Hoppelparty hier eigentlich? Glaub's nicht. So. Drescher, mach mich jetzt nicht schwach hier. Du hast normalerweise kein Allrad. Wo hängen wir denn? Oh. Wir sitzen auf. Ganz kurz Allrad angemacht. Habe ich nicht angemacht. Nein, nein, nein. Habt ihr nicht gesehen. Können wir rü... Ich fahre jetzt einfach raus. Okay, es kommt sogar nichts. Das ist natürlich auch vorteilhaft. Ich hoffe, ich habe jetzt gar nichts platt gefahren. Aber wie halt zum Beispiel das nächste Feld da, ich weiß gerade nicht, das ist die 81 oder halt eben hier drüben die... ich kann es nicht lesen, was ist das denn für ein Feld? Die 79 oder sowas, die wären halt schon schmackhaft, ne? Die sind relativ groß, wo auf jeden Fall ein bisschen mehr runterkommt auch. Aber wir können dann gleich mal nachgucken, wenn der Drescher hier läuft, wie viel denn so ein Feld kosten würde. Dann haben wir schon mal ein bisschen Ziel vor Augen. Aber ich muss sagen, Felder ist mir tatsächlich, kann man sagen, wichtiger als wie Wiesen. Weil wir
brauchen ja nicht nur natürlich nicht nur Silage, sondern wir haben den Drescher und so weiter und oh, der muss ja natürlich auch laufen. Und das heißt, wir können nicht nur voll auf Wiesen gehen, weil sonst hätten wir keinen Drescher oder so weiter gebraucht. Das heißt, ich muss mal ein bisschen mehr gucken, dass wir in Felder gucken. In Felder gucken, das hat jetzt gerade ein bisschen. Aber ihr wisst, was ich meine. So, Drescherfeld 80, ja, das passt. Ich muss auch dringend die Kurse ordnen. Das ist wieder so eine Scheißhaufen da drin, Alter. Warte. So, passt. Hab die Maus wieder ausgetrickst. Oh, warte, Allradlenkung. Ah. Hab ich die jetzt wieder ausgemacht? Hm? Warte mal. Ist die jetzt an oder aus? Ist aus. Allradlenkung. Hallo? Machen wir jetzt nicht. Oh. Ich habe mal wieder den gut bekannten Fehler gemacht. Ja, jetzt. Ich habe nicht den Drag rausgelegt. Ja, dann kann es natürlich auch nicht funktionieren, Flo, ne? Dann funktioniert es natürlich auch nicht. Gut. So, das heißt, wir fahren in Xerion jetzt hier nach. Oh Gott, Alter, ich muss abbremsen. Alter, Xerion läuft so gut, hat so eine gute Beschleunigung, da vergisst man schnell, wenn man voll auf dem Gaspedal steht. Ne, ich fahre jetzt weiter vorne rein. Da wo der Fußgänger wieder durchläuft. Aus dem Weg! Ich muss da rein. So, passt. So, ich fahre jetzt mal ganz kurz da vorne hin zum Waschen. Weil, ja, wir haben alle Wiesen, das passt. Oh Gott. Da ist auch, das muss ich auch noch ein bisschen angleichen da. So, wir hatten ja vorher geguckt, wie viel denn hier so, wie zum Beispiel Feld 79 oder sowas kostet. Lol? 64.000? Leute, das macht mich nicht schwach hier. Also so klein ist das ja auch nicht. Ja, okay, und ah, die Felder sind aber auch nicht. Ja, okay. Aber so teuer sind die gar nicht. Wenn wir jetzt gucken, 132.000, das haben wir fast. Also, da fällt 79 oder 64.000. Das ist doch voll in Ordnung. Also ich würde mich tatsächlich feldertechnisch halt immer hier in dem Bereich hier breit machen, weil hier sind ein paar schöne große. Nur 201.000 für das hier? Also kurz okay, 201.000, der ist kurz so, okay. Aber guck mal, die sind ja nicht so teuer. Für 79 könnten wir uns schon kaufen. Die Frage ist halt. Sollen wir uns halt eben jetzt. Nee. Sollen wir uns halt hier zum Beispiel hier Feld 79 für 64.000 kaufen? Oder sollen wir noch ein bisschen sparen auf Feld 81? Da können wir natürlich dann hier das Ding wegpflügen. Ich mache hier einen neuen Kurs. Und hätten wir natürlich ein richtig schickes Feld. Ungefähr von der Größe für das 77. Ist halt die Frage. Oder die andere Frage ist halt, ob wir so ein Feld wie zum Beispiel die 86, der bringt jetzt zwar nicht viel, oder ob wir halt einfach diese kleinen Felder halt eben verkaufen wollen. Ja, die bringen halt auch nicht das große, ne? Wenn sie sagen, die 36.000 oder sowas, da ist nicht so viel. Hm, ja, könnt ihr mir gerne mal, die kommen, also die Felder stehen aus 79 oder die 81, was in unserem Budget liegen. Die 84 wird auch noch drin sein, ja. Ich muss mal gucken, also ich würde tatsächlich sagen, die drei Felder, die 79, 81 und die 84 würden in meinem Kauf wollen. Und ja, was halt eben geht, weil ich würde mir jetzt kein Feld für 200.000 kaufen, was ich da wieder ewig viel Kredit aufnehmen muss, was ich dann in Zinsen wieder alles zahlen muss, und das bringt es ja auch nicht, weil ich habe tatsächlich den Kredit mitgenommen, Leute. Ich habe ihn mitgenommen. Wir haben 200.000 Euro Kredit, die wollen wir noch. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel wir hatten, aber ich glaube, also 200.000 hatten wir auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, was haben wir uns denn da gekauft, wenn wir Kredit aufnehmen mussten. Hm, was war das? Boah, ich weiß das gar nicht mehr. Ach, stimmt, die BGA. Stimmt, die BGA, genau. Genau, die BGA haben wir uns da gekauft. Deswegen haben wir da noch Kredit offen. Ich muss sagen, Kredit ist jetzt, muss ich sagen, momentan noch kein Thema. Also, das
den werde ich erstmal zurückbezahlen, wenn ich selber so sage, ja, ich bin gerade so ausgelastet, also fahrzeugtechnisch, oh, hab ich mal ausgemacht, sorry, das ist so lang. Fahrzeugtechnisch bin ich zufrieden, bin ich momentan auch auf jeden Fall zufrieden, aber feldertechnisch muss ich ehrlich sagen, bin ich überhaupt nicht zufrieden. Oh, wir hängen, Hilfe, so. Feldertechnisch bin ich überhaupt nicht zufrieden. Wiesentechnisch, ja, da haben wir eine gute Menge, das passt. Auch mit Feld 77 mit der Luzerne drauf, das passt, das ist nicht zu wenig, nicht zu viel. Das ist relativ gleichnamig, aber Felder an sich ist halt wirklich nicht so viel. Also die, warte mal, was ist das, die 86 oder? Ne, die 85, scheiße. Die 85 ist bis jetzt unser größtes Feld, was wir halt Weizen oder sowas weiter drauf anbauen können. Weil die 80 und die 86 draufsteht gar nicht an. Und da kommt tatsächlich teilweise so wenig runter. Auf jeden Fall, was jetzt Geld gibt wie Weizen oder so weiter. Da kommt dann natürlich schon ein bisschen mehr runter, aber jetzt auch nicht die große Welt. Also, da haben wir jetzt auch nicht dann den Geldregen. Es ist halt momentan einfach unsere größte Einnahmequelle, ist einfach die BGA. Wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. So, ich gucke mal wieder hier unser Glasgewicht an. Hallo, ich hab das so. Aber das sieht schon bullig aus mit den zwei dicken Gewichten hier hinten und vorne. Aber ja, muss ehrlich sagen, ich würde das eh schon gerne ein Feld kaufen. So, Gewicht machen wir natürlich vorne runter, dass der auch vorne ein Lascher ist. So, passt. Der Zucano ist fertig. Ja, ihr seht, wir haben jetzt hier von dem kleinen Feld hier knapp 4000 Liter Sojabohnen. Ist zwar auch nicht das ertragreichste, aber es ist halt einfach nicht viel. Und wenn man natürlich hier, ich vergesse die Namen immer, die 81, halt eben jetzt hier nebendran noch hätten, das wäre schon schmackhaft. Aber gut, das könnt ihr jetzt entscheiden. Schreibt einmal in die Kommentare, für welches Feld ihr denn seid. Ich kann euch nochmal kurz zeigen. Wir haben zur Auswahl die 79, die 81 und die 84, weil die liegen in unserem Budget. Und bitte kommt jetzt nicht mit der 122 oder mit der 180 für knapp 300.000 oder eine halbe Million oder sowas. Weil das hier ist einfach zu viel, das können wir uns momentan nicht leisten. Und ich will halt einfach keinen Kredit aufnehmen müssen. So, aber das war es dann auch zu dem Thema. Ihr könnt euch entscheiden, für welches Feld ihr seid, und ich filter das dann aus den Kommentaren einfach raus. Und ja, aber wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gut relativ gut unterhalten. Oh, ich habe sie mitgenommen, egal. Und ja, wie gesagt, ihr könnt entscheiden, für welches Feld ihr seid, ihr könnt abstimmen, sagen, ich möchte gerne das oder ich möchte gerne das und welche Vorteile und so weiter. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbau. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Tag und viel Spaß mit meiner Radefolge. Wenn ihr das hier angeschaut habt oder noch nicht, schaut gerne vorbei. Die ist wahrscheinlich jetzt hier links irgendwo verlinkt. Und dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Mittwoch und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star.